Willkommen zurück beim Terran-Konflikt. Eingehende Nachricht. Ganz deiner Meinung? Ja, wenn man nicht aufpasst, dann spielen wir heute das Lieblingslied der Cantina-Band. Dasselbe Lied nochmal. Ich werde also nochmal die Mission machen müssen, die wir beim letzten Mal gemacht haben. Das heißt, mein Sektorhändler ist angekommen. Warte mal. Wo warst du angekommen? Genau, in Antigone. Du wolltest auftanken. Da. Energiezellen. Transferiert. Und wolltest dann zu mir kommen. Argonischer Sektor. Tralala. Und andocken, bitte. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Was wolltest du machen? Ah ja, richtig. Du wolltest Chipfabrik, Computerwerk und Quantumwerk. So. Kommandokonsole. Hier bist du zu Hause. Handel. Produktliste. Du fliegst nur Siliziumscheiben. Warte mal, ich hatte doch einen schlauen Zettel gehabt. Und da haben wir festgestellt, dass du Nummer 118 bist. So. Das heißt. Erweiterte Optionen. Name ändern. Nee, warte, ich benenne dich andersrum. Antigone Silizium. Genau. Und alle anderen werde ich auch nach diesem Schema bezeichnen. Kommando, Kommandokonsole. Handel. Interne Warenlogistik. Produzenten und Verbraucher. Verbraucher. Du bekommst Chipfabrik, Computerwerk, Quantumwerk. Genau. Versorgungsbedingungen ändere ich diesmal nichts. Sprungantrieb brauchst du eigentlich nicht, kannst du aber. Ach so. So viel brauchst du gar nicht. So. Notsprung natürlich. Abhauen darfst du. So, spezielle Ausrüstung. Ja. Automatische Benennung kriegst du wieder die 1. Nachrichteneinstellung ist egal. Datenspeicher. Datenspeichern. Antigone-Verteiler neu. So. Genau. Dann würde ich behaupten. Kommando akzeptiert. Der startet sofort. Bei meinem Warenhändler, letzte Folge im agonischen Sektor, habt ihr mir gesagt, der Lehrling muss erst eine Weile warten, seinen Kaffee austrinken, bevor er startet. Warte mal. Kommando akzeptiert. Moskito-Rakete. Nicht installiert. Ja, ja, da. Systeme. Nicht verfügbar. Da wirst du dir bei Gelegenheit. So. Welche besorgen? So, das ist fertig. Jetzt fliege ich rüber, nutze den Autostart zum. Eingehende Nachricht. Sektorhändler 108. Ach ja, der ist da. Genau.
Kommando, Kommandokonsole. Du bist zu Hause? Müsste ich nicht schon längst die Mission bekommen haben? Du nach Hause komm sofort. Kommando akzeptiert. So. Handel. Starte Handelsvertretung. Händlereinstellung, ja, ist mir egal. Warenliste. Handelsliste. Warenliste. Du handelst mit Energiezellen. Danke. Ausnahmen. Handel in den Sektoren der Yaki. Nein. Nein. Ach so, Sektorlistenart brauche ich nicht. Eingehende Nachricht. Ach, jetzt könnte ich hier jeden Sektor der Xenon hinzufügen. Ja gut, das würde eine Woche dauern. So. Fangen wir an. Ein- und Verkaufsbedingungen. Du bist ein Verkäufer. Stationseinstellungen. Du bleibst hier in der Nähe. Das sind 30 Sprünge. Halt. So. Eingehende Nachricht. Ah ja. Du bist jetzt... Ah, nee. Energiehändler Sektor 148. Danke. Würde ich sagen, startest Kommando du mal. Akzeptiert. So. Du kehre auf Stelle zurück zur Basis. Da ist ja unsere Nachricht. Alles klar. Wie viel haben wir noch? 190.000. Da muss ich auch endlich was tun. Endlich was tun, genau. Trantor. Da flogen zwei... Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Geier rum. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Eingehende Nachricht. Gut. Das wird dann wieder ein Nividium-Opfer. So, jetzt werde ich aber endlich mal die Mission anfangen. Je früher wir anfangen, umso schneller werden wir fertig. Militärbasis. Militärbasis. Ich finde es schlimm, dass die Dinger hier rot sind, weil ich immer Angst habe, dass meine automatischen Geschütze anfangen, auf die zu ballern. Okay. Geben wir mal ein bisschen Gas. So. Apropos, ich habe jetzt gar nicht geguckt. Ihr seid bereit. Okay. Dann würde ich sagen, guten Morgen, Split. Hier bin ich. Wieder. Andockvorgang erfolgreich. Im Namen unseres Präsidenten und Senators fühlen wir uns geehrt, Sie an Bord willkommen zu heißen. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Krieger, eine Gruppe Jäger auf Patrouille.
haben berichtet über große Anzahl von Karg in ihrem Sektor. Chance auf Ehre im Kampf dich erwarten. Du aufbrechen auf der Stelle. Ist aber nicht der Auftrag, den wir abgesprochen hatten, Freundchen. Ach, na gut. Ich habe keine Energiezellen. Lass mich raten, ich hätte auftanken sollen. Hahaha. Sonnenkraftwerk XL Alpha. Da war ja was. Toll, jetzt darf ich das Ganze wieder zurückfliegen. Tor, unbekannter Sektor. 39. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, so. 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. Erreiche System. Argonischer Sektor M148. Ja. Und ich habe mir sagen lassen, direkt neben dem Tor. XL ist Sonnenkraftwerk. Dann werden wir da mal schnell andocken, tanken. Eingehende Nachricht. Ja. Ein Moment bitte. Bitte bleiben Sie in der Leitung. Ich kümmere mich gleich um Sie. Sie werden verbunden. So. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt. Ja, der ist in Bereitschaft. Der macht noch nichts. Aber ihr habt gesagt, ich soll warten. Okay. Energiezellen. Transferiert. Dann warte ich. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiiere Sprung. So. Morgen. Erreiche System. Karg-Sektor. 9, 3, 1. Eine Korvette. Warte, warte, warte. Da hab ich was für euch. Alarm. Rakete im Anflug. Ja. Das machen meine Abwehrgeschütze. Jochen, Kommando, Kommandokonsole, Navigation, springe in Sektor. Kommando akzeptiert. Diesmal setze ich sie gleich auf SR und D. Dornrakete. Morgen. Eingehende Nachricht. Der hat genauso einen mutigen Piloten an Bord wie ich. Der setzt sich sofort ab. So, das war Nummer 3. Boris, Kommando, Kommandokonsole, Kampf, SR und D. Sektorpatrouille, alles klar, alles klar, alles klar. Kommando akzeptiert. So, jetzt hau die drei wieder ab. Boreas. Wie viel Energiezellen hast du noch? 500. Alarm! Rakete im Anflug. Wow! Karg, Korvette, Poltergeist-Rakete. Installiert. Alarm! Rakete im Anflug. Wow, wow, bitte langsam. Einer nach dem anderen. Jetzt ist erstmal du dran.
egal. So. Asteroid. Kark. Cluster. Kein Ziel. Gespenstrakete. Ah, der hat sich aufgelöst. Kark. Bomber. Bereit. Bereit. Der hat sich aufgelöst. Ah, der kriegt schon. Okay, dann kümmere ich mich mal um die Kleinen hier. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Rakete im Anflug. So. Klingeling, klingeling, klingeling. Asteroid. Mein Lieblingslied. So. Boreas. Erfolg dem Träger. Mit 63 Meter die Sekunde. Kark, Träger. Und der Träger schafft 90 Meter die Sekunde. Dornrakete. Na gut. Ich brauche noch eine Weile. So, dann würde ich behaupten... Wo ist mein Sprungantriebsknecht? Da. Nee, halt. Gott, wie war denn das? So. Gut. Ziel ist nur kein Ziel. Asteroid. Ja. Änderung übernehmen. So. Ausrüstung auswählen. Alarm. Rakete im Anflug. Ja. Ja. La 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 la. Übergabe. Okay. Kommando akzeptiert. Hast du eigentlich was an Bord? Waffenmäßig? Ja, hier. Impulsstrahl mit der Haste. Okay. Gelandete Schiffe, warte, Sprungantriebsknecht. Ausrüstungsmanager, Beschaffungstour. Kommando akzeptiert. Gut. Jetzt. Geier. Eins. Und danke. Nividium Opfer 2. Der kommt mir verdammt nah. Komm mir bitte nicht näher. Energiezellen. Transferieren. Der kommt mir wirklich näher. Das war so nicht geplant. Hör mal. Ich habe hier drei fette M2 im Sektor. Könntest du bitte die angreifen? Ja? Danke. Stachelrakete, Dornrakete, Energiezellen, Energiezellen. So. Boris, könntest du mal bitte dem Träger da zeigen, wie stark ich bin?
Ich wäre dir sehr verbunden. Argon, Söldner. Schwerer als ein Tauro. Guck mal, jetzt muss der Zentaure deinen Job machen. Und du bist mit zwei Kumpel hier. Wollt ihr Skat spielen oder was? So, Geier. Genau. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Hast du keinen Sprungantrieb bekommen? Notsignal von Trantor. Wo sind deine Erweiterungen? Alarm! Rakete im Anflug. Alarm! Verdammt nochmal! Rakete im Anflug. Leute! Genau. Kark, Scout. Ja, toll, lass mir auch noch was übrig. Pass auf. Entweder ihr schießt oder ich schieße. Das kann ich. Ja, gut. Dann schießt eben ihr. Stachelrakete. Brauch ich nicht. Na gut, die treffe ich auch nicht. So, jetzt noch mal langsam. Sprungantriebsknecht. Was machst du? Folgst dem Karkträger. Ach. Wird wohl doch keine so entspannte Tour. Ich habe heute eigentlich auf eine Geleitschutzmission gefreut, damit ich hier endlich meine ganzen Schiffe auf Vordermann bringen kann. Na gut. Er folgt dem Träger in die Richtung, alles klar. Eingehende Nachricht. So. Muss ich nochmal gucken. Kommandokonsole? Nee. Kommandokonsole. Also. Ausrüstungsübergabe. An. Nividium-Opfer? Nividium-Opfer. Ach so, ich habe alles auf Nein gestellt. Ich muss jetzt erst das Paket auswählen. So, und jetzt kann ich die Übergabe starten. Alles klar. Mein Fehler. Und jetzt kannst du Kommando akzeptiert. Deine Beschaffungstour starten. Genau. Und wenn ich jetzt gucke, da hat der Sprungantrieb drinne. Ah, keine Schilde. Ich muss Schilde aufnehmen. Ah, wobei, wir haben doch hier noch genug Schilde. 5 MJ-Schild. Installiert. Genau. 5 MJ-Schild. So. Ah, die hast du schon. Und du auch. Nein. Energiezellen. Trans. Kommando, Kommandokonsole. Navigation. Kommando, Kommandokonsole. Navigation. Folge. Ach, geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht. Ich kann dem ja noch gar nicht folgen. Na gut. Navigation.
Springe und fliege zur Station. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Kommando akzeptiert. So. Wir sind unterwegs. Boris, was machst du da oben? Feigheit vor dem Feind? Du willst bestimmt nicht hier Energiezellen holen, richtig? Patrouilliere im Sektor. Ach so. Signal von Trantor. Ach so, der sieht ja keine Bedrohung in dem Sektor und deshalb patrouilliert er eine Weile vor sich hin. Ja, kann ich verstehen. Ich meine, ich sehe hier auch keine gefährlichen Gegner. Alles in Ordnung. Seht ihr irgendwas? Ein Kartträger vielleicht? Oder irgendwas, was eine Gefahr darstellen könnte? Nee, wa? Nicht. Ich auch nicht. Na gut. Ich hätte doch lieber die Escort-Mission gehabt. So, was macht denn der Träger jetzt? Toll. Argon, Söldner, Nova, Aufklärer. Guck mal, Boris, dieser kleine Söldner da hat mehr Mumm und mehr Arsch in der Hose als du. Ah, jetzt hat er erkannt. Warte mal, ich kann doch... Erweiterter Satellit. Ausgeworfen. So. Vielleicht kommt er auf die Idee, das Ding zu zerstören und kommt mal hier einen Meter rüber. Der versucht's. Der Söldner versucht's wenigstens. Karg, Träger. Wie bitte? Spiel speichern. So, dann werde ich da unten mal ein bisschen mitspielen. Wie viel Rang habe ich denn jetzt noch? Immer noch 76%. Achso, ich kriege wahrscheinlich die Prozente nicht pro Abschuss, sondern pro Abschluss der Mission. Werde ich dir mal eine Rakete präsentieren? Ach, jetzt schwenkt er sofort mit den Geschützen auf mich um. Ziel verlässt Feuerreichweite. Weiß ich. Ziel ist aber gleich wieder in Feuerreichweite. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Na komm, einen kriegen wir noch hin. Sag mal, meine Schilde, die sind in Ordnung. Okay. Wow, das wird knapp. Clark, Scout. Hat die jetzt erlegt? Ah! Nimm das, Boris. Sie
feige Socke. Bereit. Womit schießt du denn auf mich? Asteroid. Wir haben gut gemacht, Krieger. Krieger, tu dich bereiten gut vor. Auf dich warten große Herausforderungen, wenn kehren zurück. Eingehende cool. Nachricht. Cooler Kreis. Sprungantriebsknecht ist wieder zu Hause. Nividium-Opfer. Laderaumerweiterung installiert. Gut. Jetzt warte ich noch auf Nummer 2. Nummer 7. So, Boris. Kommando, Kommandokonsolen. Navigation. Springe und fliege zu Station. Ja, den schicke ich mal nach Hause. Zum Aufmunitionieren. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Feige Socke. So. Warte mal, jetzt möchte ich mal was gucken. Mein Pilotenstatus. H-I-J K. Eine Karg-Station, aber kein Karg-Träger. Dem hat doch irgendein anderer den Rest gegeben. Schade. Der müsste ja sonst hier auftauchen, wa? Ja, Karg-Station. Aber warum tauchen die Karg-Scouts nicht hier auf? Ach so, das sind die hier. Oh, warte, der muss ja unter T sein. Träger, da. Ein Karg-Träger. Ich hab ihn. Haha. Meiner. Jetzt würde ich mich gerne mal von den Gegnern trennen. Sind meine drei weg? Ja. Ziel verlässt Feuerreichweite. Das heißt, ich mache mich vom Acker. Oder fliege ich auch gleich nach Hause? Ich fliege auch gleich nach Hause. So, ich fliege auch gleich nach Hause und da machen wir dann Feierabend. Erreiche System, Trantor. So. Gut. War doch erfolgreich. Und diesmal gab es keinen Fail zum Schluss. Okay, auch wenn die eine Passage von dem Träger ziemlich knapp war. Ah, nee, war ja die Korvette gewesen. Nee, doch, der Träger. Hä? Egal, ich habe gewonnen, das reicht. Und deshalb sage ich danke fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later. Andockvorgang erfolgreich. Willkommen zu Hause an Bord. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.